Ja, hallo Menschen da draußen. Ein paar Gedanken zur aktuellen Lage. Wir haben den 20. September, 18.30 Uhr deutsche Zeit. Ich habe gestern oder vorgestern war das bei uns auf dem Gelände hier einen Baum gesehen, der anfing plötzlich so gelbe Blätter zu bekommen. Das ist ein sogenannter Nesferesch oder Nespe. Ja, das ist eine Art Pfirsichbaum, die wachsen hier ganz viel. Man kann die allerdings auch in der Baumschule kaufen. Und dann einpflanzen und dann freut man sich, wie sie wachsen. So, und dieser Baum, also diese Bäume sind eigentlich unverwüstlich, bekamen plötzlich gelbe Blätter und ganz klar, der würde in Kürze eingehen. Und zwar der zweite schon, hier auf dem Gelände. Und ich wusste allerdings gleich, was zu tun ist und bin hingegangen zu dem Baum mit einer Schere, mit einer Astschere und habe unten an der Wurzel herauswachsende kleine Äste abgeschnitten. Ob der das überlebt, weiß ich nicht. Vielleicht war es ein bisschen zu spät. Wir werden sehen. Ja, was ist die Problematik? Die Problematik ist die, dass diese Bäume in der Baumschule, obwohl es eigentlich ein natürlich hier vorkommender Baum ist, aufgepfropft werden auf andere Bäume. Ja? Unten drunter ist die Wurzel, das ist eine Quitte. Und obendrauf kommt dieser Nespe oder dieser Nesperesch. So, und die Problematik ist die, wenn unten unterhalb der Pfropfstelle Äste rauskommen vom ursprünglichen Baum, von der Quitte, dann beginnt der obere Baum, der aufgepfropfte, relativ zügig einzugehen. Ja, also wenn man die mal in 2 Wochen wachsen lässt oder 3 Wochen, dann ist oben Feierabend. Dann schaltet der oben ab, der wirft dann sozusagen den aufgepfropften Wirt ab, wie unser Popo eine vertrocknete Hämorrhoide. So, das Gleichnis davon ist, man muss das Künstliche, damit das Künstliche oben bestehen kann, wachsen kann und Energie bekommt aus dem ursprünglichen Feld der fremden Wurzel, muss das Künstliche, die Bestrebungen des Ursprünglichen, wieder ein eigenes Wachstum zu erzeugen, immer künstlich unterdrücken. Und das ist das Gleichnis dafür, was wir draußen in der Gesellschaft gerade sehen. Ja? Die ganzen Eierköpfe in der sogenannten Regierung, zumindest in den westlichen Welten, insbesondere in der Deutschen, die treiben es dann besonders haarsträubend. Diese ganzen Leute müssen alles, was unter ihnen sich bewegt, die ihnen eigentlich nicht zugehörigen Wurzeln, versuchen sie am laufenden Band und immer stärker, in den eigenwilligen, eigenständigen Bestrebungen, sich frei zu machen von dem Pfropf obendrauf, dem künstlichen, energieziehenden Pfropf einer künstlichen, gesellschaftlichen Welt, einer Truman Show, einer künstlichen Matrix, die seit vielen Jahren sozusagen auf dem ursprünglichen Feld eines ursprünglichen, keine Ahnung, ich will jetzt mal nicht sagen Volkes, dann ist man gleich wieder rechts, ja, wenn man außerdem benutzt das, den Begriff Volk, ein alter gewachsener Begriff, na, wie auch immer. Jedenfalls die ursprünglichen Wertegeber und Energiegeber, wir Menschen, wir, die verbunden sind an der Basis viel, viel stärker mit der Kraft des Schöpfers, der reinen, allumfassenden Liebe, aus der alles strömt. Ja? Wir Menschen sind sozusagen diejenigen, die als Wurzel, als ursprüngliche Pflanze, einem aufgepfropften künstlichen Feld die Nahrung geben, damit es existieren kann. Alles, was im Moment draußen zu sehen ist, ist, dass die künstliche Ebene immer mehr versucht mit Lügen, Betrügen, Manipulationen, Drohungen, Diffamierungen, alle möglichen, versucht die Bestrebungen der energiegebenden Pflanze unten zur Eigenständigkeit zu kommen, wieder zu einem eigenen Leben zu kommen, zu einem eigenen Weg zu kommen, zu unterdrücken. Ja, der Pfropf versucht, wo es nur geht, alles, was abweicht von seiner Agenda, die ihn am Leben erhält, versucht er alles zu unterdrücken, was dem entgegensteht. Er braucht die Energie der fremden Wurzel, um zu existieren. Ja. Alles, was wir tun müssen, ist kritische Fragen stellen. Ja. Kritische Fragen an sich entziehen einem Feld, an das wir bis dato komplett geglaubt haben. Der Rechtsstaat, eine Demokratie, in der wir leben, nicht Qualitätsmedien, die uns die Wahrheit sagen und so weiter. Diese Dinge einfach zu hinterfragen. Und was dann passiert ist, dass wir Energie aus dem System nehmen, aus dem künstlichen System. Die ursprüngliche Wurzel zieht Energie aus dem aufgepfropften künstlichen Truman-Show-Feld. Die Folge davon ist,
dass das künstliche Feld vielleicht langsam am Rad dreht und ein bisschen durchdreht, wie auch immer, aber wir können ja ganz friedlich bleiben. Wir können es ja weiter segnen, aber wir können sagen, irgendwas stimmt ja nicht. Ich nehme mal ein bisschen meine Energie raus und stelle mal Fragen. Alles, was dann natürlich passieren wird, dass früher oder später das künstliche Feld einfach zusammenfallen wird. Es ist unmöglich, meiner Meinung nach, vor allen Dingen das, was die sogenannte Neue Weltordnung auch will, eine noch mehr vergewaltigende künstliche Matrix oben drauf zu setzen auf diesen ganzen Planeten, um irgendwelchen Kopfagendas von irgendwelchen Kläusen oder wie auch immer sie heißen und den dahinterstehenden Kräften mit Biegen und Brechen auf Biegen und Brechen mit Gewalt zur Durchsetzung zu verhelfen. Es wird nicht funktionieren, weil sowohl die Erde als auch wir Menschen sind das energiegebende Wurzelsystem. Sie können vielleicht einen Großteil der Menschen versuchen auszurotten, aber die Erde hat auch ein Bewusstsein, die Erde hat auch eine Seele, die Erde hat auch ein Feld, eine große Intelligenz. Und es ist doch wohl klar, dass die auch langsam kapiert, was läuft. Und auch die Erde hat Möglichkeiten, dann irgendwann zu sagen, ich schüttle mich mal, damit ich das künstliche System, was mir wie ein Parasit im Pelz und in den Wäldern sitzt, loswerde. Das wird passieren. Das ging ja jetzt schon ein paar Jahrhunderte, diese Krankheit, und es wird passieren. Und das ist das, was gerade abläuft. Im nächsten Jahr, wenn der Saturn in die Fische reinläuft und kurz vorher ist der Pluto, glaube ich, im Wassermann drin, da gibt es so mehrere ganz wichtige Bewegungen, können wir mit großen Umbrüchen rechnen. Vergesst aber bitte nicht, du, ich, wir alle, wir sind Schöpfer. Und wenn wir den Beschluss fassen und die Entscheidung fällen, dass wir das Beste draus machen werden, dass wir Wege finden, Lösungen finden, gangbare Wege finden werden, dass wir Lösungen für alle möglichen Herausforderungen oder Probleme finden werden, dann werden wir sie finden. Mit dem entsprechenden Einsatz und der Klarheit des Entschlusses werden sich immer Türen auftun. Also, mein Vorschlag ist, bleiben wir entspannt, fassen wir unsere eigenen Entschlüsse, setzen wir uns Ziele, entwickeln wir eigene Visionen, die mit diesem System nichts zu tun haben da draußen und sagen, wir dienen dem großen Ganzen, wir dienen dem Schöpfer und wir möchten zum höchsten Wohl aller Beteiligten, vor allen Dingen auch uns selbst, wir gehören ja auch mit dazu, irgendwie Sachen umsetzen, in die Welt bringen, mit denen wir uns mit Leidenschaft verbinden können. Und wenn wir das tun, verdrängen wir auch, in meiner Meinung nach, in einer guten Weise Ängste, Lähmungen, das Gefühl von Ohnmacht und so weiter. Wir drängen es aus unserem Feld raus, weil wir sind dann verbunden mit einem Ziel und zwischen uns und dem Ziel baut sich eine Kraft auf. Und die schiebt alles, was uns lähmt, was uns aufhält oder davon zurückhält, dass wir losgehen, dass wir aktiv werden. Bitte nicht verstehen, dass wir alle wie die Irren die Ärmel hochkrempeln müssten und alle zum Manager und zum Supermacher werden müssten. Müssen wir gar nicht. Aber wir müssen schon irgendwie handeln, wir müssen schon aktiv werden. Ja, das hilft uns aus der Opferrolle auch raus. Ja, und dann werden wir auch durchkommen und vorwärts kommen und werden die Welt mitgestalten als Mitspieler, als sonst im anderen Fall, wenn wir in der Opferrolle bleiben oder in der passiven Rolle, sind wir die Gespielten. Okay, gut, so viel dazu. Mein Wort zum Dienstag. Kurzer Hinweis, in Kürze gibt es einen Kongress, den ersten Online-Astrologie-Kongress, da bin ich sozusagen beteiligt durch ein Interview, was mit mir gemacht wurde. Ich bin dann gewissermaßen Speaker, habe ein paar Sachen erzählt. Ich werde auch mit der Macherin des Kongresses, mit der Amelie, in Kürze meinerseits ein Interview führen. Wir werden gewissermaßen im Gespräch sein. Ich will sie euch vorstellen, meinem Followerkreis. Ihr könnt diesen Astrologie-Kongress nutzen, ihr könnt euch anmelden, gibt es die Möglichkeit, alle Speaker kostenlos zu sehen, es sei denn, ihr kauft das Paket, wenn ihr alles haben wollt oder vorher reingehen wollt und so weiter, ist auch möglich, ist sehr günstig, könnt ihr über den Link hier unten tun. Ja? So, dann gibt es am kommenden Samstag, kurz vor Neumond und auch in einer Situation, wo wir Sonne-Merkur haben, alle reden ja von diesem 24. September, den Herr Merz im Februar aus Versehen genannt hat, was da passieren könnte und das Hand ist, dass wir da Sonne-Merkur haben. Und das ist potenziell schon eine deutliche Irritation, eine Störung des öffentlichen Lebens im Sinne der öffentlichen Regelungen, der Ausführung des öffentlichen Lebens. Kann auch Technik deutlich betroffen sein, gegebenenfalls sogar Stromtechnik, also Stromausfälle. Ich werde dazu noch ein extra Video machen.
Jedenfalls an diesem Abend, am 24. werden wir die 7. Planetenkonferenz machen, wo wir entsprechend der Zeitqualität dieses Augenblicks mit einer Gruppe von Menschen über Steppen, EFT, Meridianpunkte, bestimmte Themen mit der Gruppe und in der Gruppe lösen werden oder voranbringen werden, energetisch. Ja? Das geht eben am besten, wenn man das mit Zeitqualität verknüpft und in einer Gruppe macht, weil dann einer für alle und alle für einen einen Synergieeffekt bewirken und wir dann gemeinsam vorwärts kommen können. Wer das möchte oder teilhaben möchte, der möge sich dann bei mir anmelden für den 24. um, ich glaube, 19 Uhr machen wir das. Ja, 7. Planetenkonferenz, Konstellationstapping. Am 25. dann mal wieder ein Abend, ein Herzheilungsabend mit Arjuna und mir zu Neumond. Das Thema ist die Öffnung für Kooperation oder Beziehung. Ja, der Neumond ist Anfang Waage. Ich werde sozusagen in den ersten 20, 25 Minuten an diesem Abend was über die Konstellationen im Detail erzählen, zu diesem Neumond aus astrologischer Sicht. Und danach machen wir die energetische Bilderreise mit den speziellen Zugängen von Arjuna bezüglich Dimensionen und energetischen Räumen. Okay? Gut. Das war's erstmal als Wort zum Dienstag. Bis bald im Wald und tschüss.